Den interreligiösen Dialog, den trägt das KAISID in seinem Namen, das Internationale König-Abdallah-Zentrum, eben für interreligiösen und interkulturellen Dialog. Gegründet wurde es Ende 2012. Der Nationalrat plädierte ja nun vor wenigen Tagen für das Ende des KAISID. Christian Rattner mit den Hintergründen und mit Einblicken in die Arbeit des Dialogzentrums. Ein europäisches Meeting in Wien. Zur Diskussion stehen neue Zahlen und Daten über Vorurteile gegen Minderheiten. MJLC, muslimisch-jüdischer Führungsrat, heißt die Initiative. Das König-Abdallah-Dialogzentrum oder KAISID hat Juden und Muslime an einen Tisch gebracht. Muslim-Jewish Leadership Council ist eine Idee, dass Muslime und Juden jenseits von dem Nahostkonflikt, jenseits von Israel-Palästina-Problematik, wirklich einmal in Ruhe sitzen, sich austauschen, Projekte gemeinsam entwickeln, auch Sachen vertreten gegen Rassismus, gegen Islamfeindlichkeit, gegen Antisemitismus in der Gesellschaft, aufklärend wirken, was eigentlich weltweit in einer institutionalisierten Form nicht gibt. Der Muslimisch-Jüdische Rat ist eines von vielen Projekten des KAISID, das am Wiener Schottenring seinen Sitz hat. Es geht auf eine Initiative des mittlerweile verstorbenen saudischen Königs Abdallah nach einem Treffen mit Papst Benedikt XVI. Zurück. Gründerstaaten der internationalen Organisation wurden Spanien, Saudi-Arabien und Österreich. Der Heilige Stuhl, die katholische Kirche, hat Beobachterstatus. Auch der damalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon kam Ende 2012 zur Eröffnung nach Wien. Für etwa 85% der Weltbevölkerung ist Religion wichtig. Es ist also sinnlos, wenn wir unsere Probleme lösen wollen, ohne die Religionsführer mit einzubeziehen oder das auf falsche Weise tun. Darum geht es im KAISID. That's what KAISID is about. Zunächst machte das KAISID mit großen internationalen Konferenzen von sich reden. Bald aber wurden weltweit auch nachhaltige und langfristige Programme gestartet. In der Zentralafrikanischen Republik fördert das Zentrum den Dialog zwischen Christen und Muslimen, um Auswege aus der Gewaltspirale zu finden. Ein gemeinsamer Aktionsplan wurde verabschiedet. Auch in Nigeria hat das KAISID Dialogplattformen für Christen und Muslime geschaffen. In Myanmar hat es mitgeholfen, ein interreligiöses Netzwerk zu etablieren. Es bietet Trainingsmodule an, um so Frieden und Versöhnung zu fördern. Wir haben vergangene Woche 30 Religionsführer aus dem arabischen Raum nach Kuala Lumpur gebracht. Wir wollten, dass sie als Christen und Muslime mehr über Buddhismus, Hinduismus und Sikhismus lernen. Auch im arabischen Raum ist das KAISID also aktiv. In Europa hat es ein Programm zur Begleitung der Integration von zufluchtsuchenden Menschen gestartet. Junge Leute aus aller Welt nehmen an Bildungsprogrammen teil, in denen sie Dialog üben und lernen, aktiv zum Frieden beizutragen. Aber als sich der Nationalrat gegen das KAISID aussprach, ging es nicht um dessen Projekte, sondern einmal mehr um Saudi-Arabien, den Geld- und Namensgeber. Die drohende Hinrichtung eines jugendlichen Demonstranten wurde zum Anlassfall, so wie vor Jahren die drakonische Strafe für einen saudischen Blogger und andere Gräueltaten des Landes. Wir sind für Menschenrechte bedingungslos und überall in dieser Welt als österreichische Musliminnen und Muslime. Aber gleichzeitig können wir nicht sagen, deswegen, weil in einem islamischen Land Menschenrechte nicht eingehalten werden, wenn dieses Land woanders ein gutes Projekt macht, dann wäre ein Missbrauch unserer Situation, wenn gerade das Positive, was aus diesem Land kommt, zerstört wird. Im KAISID versteht man sich nicht als verlängerter Arm Saudi-Arabiens. Die Politik der Trägerländer zu kommentieren, sei nicht Aufgabe des Zentrums, heißt es hier. Proteste gegen Saudi-Arabien verweist man daher an die saudische Botschaft.
Es ist klar, dass unser Engagement auch auf Saudi-Arabien positive Auswirkungen hatte. Ist das schon genug? Natürlich nicht. Und genau deshalb müssen wir noch mehr tun, anstatt dem Land den Rücken zu kehren, was völlig kontraproduktiv wäre. In vieler Hinsicht hat sich Saudi-Arabien zuletzt verändert. Nicht zuletzt darin, dass die Islamische Weltliga, die ihr Zentrum in Saudi-Arabien hat, Antisemitismus und Holocaustleugnung als völlig unvereinbar mit muslimischer Lehre und muslimischem Glauben verurteilt hat. And Holocaust denial as totally incompatible with Muslim teaching and Muslim belief. Vertreterinnen und Vertreter aus 5 Weltreligionen bilden das Direktorium, das die Inhalte bestimmt. Saudi-Arabien hat uns definitiv keine Ideen aufgedrängt. Wir sind auch nicht Muslime geworden, weil wir mit den Saudis in Dialog stehen. We have not become Muslims because we are engaged in the dialogue with them. Im Kaisid hofft man auf eine neue Erklärung der Abgeordneten und Rabbi Rosen hat auch schon eine Idee, wie sie lauten könnte. Sie könnten sagen, jetzt wo wir informiert sind und über das Kaisid mehr Bescheid wissen, sind wir dafür, dass es weitermacht und in Österreich bleibt. Geschieht das nicht, dann gehen wir woanders hin. Das wird die Arbeit des Kaisid mit seinen erstaunlichen Erfolgen nicht aufhalten. Aber es wäre ein Verlust für Wien und Österreich.